Wenn das Herz bekümmert ist, entfällt auch der Mut. Sprüche Kapitel 15, Verse 13 bis 17. Ein fröhliches Herz macht ein fröhliches Angesicht, aber wenn das Herz bekümmert ist, entfällt auch der Mut. Des klugen Herz sucht Erkenntnis, aber der toren Mund geht mit Torheit um. Ein Betrübter hat nie einen guten Tag, aber ein guter Mut ist ein tägliches Fest. Besser wenig mit der Furcht des Herrn als ein großer Schatz bei dem Unruhe ist, besser ein Gericht Kraut mit Liebe als ein gemästeter Ochs mit Hass. Dass man als Mensch und Christ auch Zeiten, Situationen und Momente kennt und erfährt, in denen man eher traurig, verzagt und mutlos ist, liegt in der Natur der irdischen Dinge. Das kennen wir alle. Das muss uns aber auch nicht erschrecken oder peinlich sein, wenn wir nicht immer wie die Mastkälber vor Freude herumhüpfen. Malachi 3, 20. Es wäre wohl eher merkwürdig und komisch, wenn wir ständig am Grinsen sind als Christen und jeden Baum, den wir sehen, unbedingt ausreißen möchten. Übermut tut selten gut. Sicherlich können auch Ungläubige froh und mutig sein und glücklich und sind womöglich mitunter sogar oft besser drauf als wir Christen. Jeder Mensch hat sein eigenes Leben und versucht natürlich, so viel Glück, Unabhängigkeit, Besitz und Zufriedenheit, Spaß und Befriedigung sich zu besorgen, wie er kann. Und manchmal wird er sogar dafür belohnt, dass er hier sich investiert oder vielleicht sogar manchmal dafür arbeitet, damit das so funktioniert. Manchen fliegt das sicherlich auch in den Schoß oder manche werden auch mit dem goldenen Löffel im Mund geboren. Das mag alles sein. Die Ungerechtigkeiten dieser Welt und Gesellschaft, das kann man wohl gerade auch in solchen Momenten ablesen, wenn einer Zerstreuung sucht und Ablenkung und sich Vergnügen besorgt und eben auch alle Möglichkeiten dafür hat, ob das nun immer gerecht ist oder nicht. Aber es gibt trotzdem keine Menschen ohne Probleme, ohne Nöte, egal ob die wirtschaftlich, sozial, gesundheitlich, psychisch, emotional oder wie auch immer sich darstellen. Reich zu sein, gesund zu sein, heißt nicht automatisch, dass man immer glücklich und zufrieden ist und keine Nöte kennt. Oft ist es genau andersherum. Nicht selten haben gerade diejenigen massive Probleme, von denen man es am wenigsten dachte, weil sie anscheinend eben alles haben und sich kaufen können, was einen glücklich macht und womit man sich ablenken kann. Da wir Menschen nun einmal komplexe und komplizierte Wesen sind, ist es meist eben nicht die Frage, was für Sorgen wir haben, sondern wie wir damit umgehen. Wohin mit meinen Sorgen? Was kann ich tun, wenn es mir schlecht geht? In 1. Petrus 5,7 heißt es, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das klingt so einfach und fällt uns manchmal doch so unendlich schwer. Aber es ist und bleibt dennoch die göttliche Wahrheit und eine Verheißung. Etwas, woran man von Herzen glauben kann und darf. Also dürfen wir das als Kinder Gottes so annehmen und auch glauben. Es gilt uns, es gilt dir und mir. Der König Salomo gibt uns auch einige wunderbare und konkrete Antworten aus der göttlichen Praxis sozusagen, denn es gab keinen Menschen auf Erden außer Jesus, der weiser gewesen wäre als der König Salomo. In 1. Könige 5, Verse 9 bis 11 lesen wir, und Gott gab Salomo sehr große Weisheit und Verstand und einen Geist so weit, wie Sand am Ufer des Meeres liegt, dass die Weisheit Salomos größer war als die Weisheit von allen, die im Osten wohnen, und als die Weisheit der Ägypter, und er war weiser als alle Menschen. Was für ein Zeugnis! Erkenntnis zu suchen ist die Antwort auf ein bekümmertes, sorgenvolles Herz. Einen guten, nicht schlechten Mut zu haben, ist die Antwort auf schlechte Nachrichten und depressive Stimmungen.
respektvolle Annahme meiner derzeitigen, vielleicht bescheidenen Lebensumstände aus Gottes Hand ist vielleicht manchmal die Antwort auf blinde, gottlose Ausgelassenheit im oberflächlichen Wohlstand. Echte Liebe im Kleinen zu erfahren als Antwort auf Übermaß und Übertreibung und dümmliche Lust ist viel wertvoller für unsere Seele als gierige Befriedigung, was ja ein Fass ohne Boden ist. Was bewirkt denn tatsächlich echtes Glück? Wirkliches Glück wird immer durch den Herzenszustand bestimmt. Und als Christ ist das mit Gottesfurcht, Danksagung, Worten des Glaubens, guter Lehre und Freude an dem, was Gott gibt, verbunden. 1. Timotheus 4, 6 bis 8. Gott, der Glaube, Jesus Christus, das Evangelium, ist unsere Hoffnung, unsere Zuversicht, unser Trost und unser Glück. Es ist nicht damit verbunden, dass man sich durch überfromme Gesetzlichkeit ein schlechtes Gewissen machen lässt. Wer die Wahrheit erkennt und darin auch seine Freiheit erfährt, hat viel Potenzial zur Freude und zu einem glücklichen Leben, unabhängig von Umständen. Es ist vielmehr, wie gesagt, von unserer Herzenshaltung abhängig. Ohne Gott laufen Menschen Gefahr, das, was sie haben und was sie nicht haben, als einzigen Grund für Gut und Böse anzusehen. Entsprechend sind dann die jeweiligen Reaktionen und man ist ein Spielball seiner Gefühle und seiner sündigen Natur. Alle Erkenntnis, die von Salomo oder auch von Paulus, beginnt und endet bei Gott. Lesen wir einmal, wie Paulus sein Leben als Christ sehen konnte und auch unbedingt wollte. In Philipper Kapitel 4, Verse 10 bis 14 heißt es: Ich bin aber hoch erfreut in dem Herrn, dass ihr wieder eifrig geworden seid, für mich zu sorgen. Ihr wart zwar immer darauf bedacht, aber die Zeit hat's nicht zugelassen. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein, mir ist alles und jedes vertraut. Beides, satt sein und hungern, beides Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Doch ihr habt wohl daran getan, dass ihr euch meiner Bedrängnisse angenommen habt. Paulus hatte die Erkenntnis und den Frieden der Treue und Liebe Gottes erfahren, unabhängig von seinen Lebensumständen. Er hatte in der Furcht des Herrn seinen persönlichen großen Schatz gefunden und jede Einschränkung nicht als verlorene Lebensqualität empfunden, sondern als ewigen Segen und großartige Hilfe. Jesus Christus war ihm groß geworden, alles andere war dann nur noch von untergeordneter Bedeutung. Er hat sich nicht von seinen Umständen abhängig gemacht. Er hat sich von Jesus Christus abhängig gemacht. Er schrieb in Philipper 3,8: Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Freude zu haben ist auch eine besondere Form, ein besonderer Ausdruck von Kraft. In der Kraft finden wir auch Freude und in der Freude finden wir auch Kraft. Und wenn der Völkerapostel Paulus sogar Freude darüber empfand, dass seine bisherigen Erkenntnisse, die ja unbedingt beachtlich und groß gewesen waren, ihm nun eher als Schaden denn als Gewinn vorkommen gegenüber der Erkenntnis Jesu Christi, seinem Erlöser und dem Sohn Gottes, dann können wir es doch nachempfinden, wenn er feststellt, dass Gottes Kraft und die entsprechende Freude in den Schwachen tatsächlich mächtig ist. 2. Korinther 12, 9. Als die Israeliten das Ernte- und Laubhüttenfest feierten, Sukkot genannt, erinnerten sich die Juden an das Leben ihrer Vorfahren auf der beschwerlichen Flucht aus Ägypten hinein in das gelobte Land Kanaan, dem heutigen Israel. In Nehemia 8,10 steht: Darum sprach er zu ihnen: Geht hin, esst Fettes und trinkt Süßes und sendet Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig, darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke.
Und das ist im übertragenen Sinne ja auch unser tägliches Fest. Denn Ägypten steht biblisch gesehen als Synonym für die gottesfeindliche Welt, die wir hinter uns gelassen haben durch den Glauben an die Vergebung der Sünden und die Neugeburt. Unser sichtbares Kanaan wird einmal der Himmel sein und Jesus bereitet uns schon die Wohnungen im himmlischen Jerusalem vor. Entsprechend heißt es auch in Johannes 14 in den Versen 1 bis 3. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. William MacDonald schreibt in seinem Bibelkommentar hierzu Folgendes. Der Ausdruck Haus meines Vaters bezieht sich auf den Himmel, in dem es viele Wohnungen gibt. Dort ist Platz für alle Erlösten. Wenn es nicht so wäre, würde der Herr es gesagt haben, denn er wollte nicht, dass sie falsche Hoffnungen hegten. Der Satz, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, kann zweierlei Bedeutung haben. Der Herr Jesus ging nach Golgatha, um den Seinen eine Stätte zu bereiten. Durch seinen stellvertretenden Tod können sich die Gläubigen sicher sein, dass sie im Himmel eine Heimat haben. Doch der Herr ging auch zurück in den Himmel, um dort eine Stätte zu bereiten. Wir wissen über diesen Ort nicht sehr viel, doch wir wissen, dass für jedes Kind Gottes dort Vorbereitungen gemacht sind. Eine bereitete Stätte für ein bereitetes Volk. Vers 3 bezieht sich auf die Zeit der Wiederkunft des Herrn in der Luft. Wenn diejenigen auferstehen werden, die im Glauben gestorben sind und die lebenden Gläubigen verwandelt werden, wenn alle, die durch sein Blut erkauft sind, in den Himmel heimgeholt werden. 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18, 1. Korinther 15, 51 bis 58. Das ist das persönliche, wörtliche Kommen Christi. So sicher, wie er wegging, so wird er auch wiederkommen. Sein Verlangen ist es, die Seinen für alle Ewigkeit bei sich zu haben. Gott stärke, behüte, bewahre und tröste euch. Er gebe euch Kraft und Frieden in eurem Herzen. Alles wird gut. Amen.